Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei Truck Driver, hätte ich bei LS19 gesagt, alles klar. Nein, bei Truck Driver und ja, hier wird es heute weitergehen. Na gut, wir müssen neu starten. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich muss bei meinen Spielen wie beim Truck Driver, Bus Simulator, auch bei der Formel 1, musste ich von vorne starten. Deswegen kam auch lange Zeit nichts weiter davon, aber gut, passiert. Starten wir halt nochmal neu. So, schmeißen wir mal in die Kiste. Und die sind wir mal los. Ich weiß noch nicht wohin, aber wir fahren einfach mal. Fahre zur Lagerhalle. Gut, machen wir. Da muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie man blinkt alles. Wo macht man noch mal den Scheinwischer an? Halt, bleibt doch mal stehen. So, kommt was? Nö. So, ich hoffe, die Soundeinstellungen sind gut. So, müsst ihr mir sagen. Wenn nicht, dann müsst ihr mir Bescheid geben, dann ändern wir sie nochmal um. So, da sind wir schon. Wo steht unser Auflieger? Kurz warten, warten, warten. Da hinten steht er. So, warte mal, wie kann man nochmal. Da kann man die Außenansicht ändern. So, lange nicht mehr gespielt. Wird Zeit, dass wir das wieder mehr spielen. Wird, denke ich mal, eine gute Mischung werden, ne? ETS wird ja demnächst auch wieder kommen. Schon die ersten Videos fertig von ETS. ATS, Truck Driver, also haben wir drei LKW-Simulationsspiele drauf. Ist natürlich auch cool. So. Dann lass uns mal losdüsen. Bringen wir mal unsere erste Tour denn weg. Eigentlich hatten wir schon mehrere Touren weg, aber was soll's. Bleibt er stehen? Ah, er bleibt stehen. So, gehen wir mal in die Innenansicht, da fährt er sich besser. Kommt nichts, können wir loshauen. Wir wollen ja auch keine Unfälle bauen, also fahren wir mal gemütlich weiter. Aber ich muss sagen, die Updates, die bis jetzt gekommen sind, haben das Spiel auf jeden Fall schon mal besser gemacht. Also ich finde, die Grafik sieht noch ein bisschen besser aus wie vor den ganzen Updates. Ob deswegen vielleicht auch meine Spielstände verschwunden sind, ich weiß jetzt nicht genau. Aber ist ja nicht so wild, das kriegen wir ja alles wieder aufgeholt. Hört sich jetzt nicht sehr schön an, aber egal. Werden wir mal unser erstes Geld verdienen hier. Oh, schaffen wir es nicht. Oh, ist auch gerade umgesprungen. Sonst hätten wir, glaube ich, bald Probleme gekriegt. Sollte man ein bisschen mehr auf den Verkehr achten, ne? Nicht nur einfach heizen. Ich bin hier nicht in der Formel 1, ich fahre hier mit einem LKW durch die Gegend. Also wie gesagt, es wird jetzt demnächst auch wirklich wieder abwechselnd auf den Kanal kommen. Nicht nur LS, es wird ETS kommen, es wird ATS kommen, es wird vielleicht die Formel 1 kommen, es wird Truck Driver, Bus Simulator kommen. Ich habe auch ein paar Folgen Goldrausch aufgenommen. Ich hoffe, die werden euch auch gefallen, weil ich finde das Spiel einfach genial. Und dann habe ich noch so ein, zwei andere Spiele, die ich mir angucken werde und ein paar Videos machen werden. Mal schauen, wie die bei euch ankommen. So ist auf jeden Fall der nächste Plan, die nächste Zeit. Ich habe jetzt schon ein paar Formel 1 Videos wieder aufgenommen. Jetzt machen wir die Truck Driver und Bus Simulator Videos fertig. Und dann passt das. LS habe ich ja sowieso mehr als genug auf Halde schon. Muss ich alle nur noch freischalten, die sind schon alle hochgeladen. Oh, Vorsicht.
richtig fahren, nicht dass sie hier ausbrechen. Hier bin ich ja noch nie gefahren. Oder ist man noch nie so runtergekommen? Kann das sein oder täuscht das nur? Ich habe hier andauernd so eine Schnarre hier im Ton. Ist das normal? Mal die Miezen hier anhupen, die hier rumrennen. Ey, die verschwinden ja einfach, die Passanten. Na gut, die diesmal nicht. So, wo soll er denn hin? Da hin. Das kommt, gib uns die 100. Aha, man muss den LKW ausmachen. Sind wir auch ganz neu. Fahre los und finde ein paar Klienten. Okay, machen wir. Ein Auftrag wäre ein bisschen wenig, ne, für heute. Fahren wir mal hier links rum. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Ingame-Menü öffnen. Fahr den ersten zu Charles Dover. Wo ist denn hier Charles Dover? Wie kriege ich die Karte groß? So war das. Wo ist hier Charles Dover? Der Fisch. Der Fischer war der hier oben, ne? Oder bin ich blöde? Wir suchen mal. Na gut, ob ich blöde bin, die Frage ist schon beantwortet. Da sagen wir mal nichts weiter zu. Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen, das Ding, ne? Da ist der Fisch, ich bin fast da, ich bin doch schon richtig unterwegs. War ich ja doch schon richtig in der richtigen Richtung. Schon lange her, wann ich das gespielt habe, deswegen wir müssen unbedingt wieder mehr andere Spiele spielen und Abwechslung reinkriegen. Ach, ich will doch nicht auf der Karte. Ich will andauernd so blinken, wie ich bei ETS eingestellt habe, das ist blöde. So. Dann holen wir uns mal den Auflieger hier. Ja, wenn man im Hintergrund immer so ein leichtes kleines Kind im Hintergrund hört, das liegt daran, dass ich wieder auf meinen Neffen aufpasse, also aktuell auch bei mir hier gerade das Babyphone stehen habe. Also nicht wundern, wenn man da mal zwischendurch was hört. Also ich habe kein Kind, das ist halt nur mein kleiner Neffe. Der will aktuell noch nicht so schlafen, wie er eigentlich soll. Der spielt lieber noch im Zimmer rum. Aber man muss ganz klar sagen, man kann den Truck Driver von der Außenansicht, finde ich, also kann ich ihn besser steuern wie bei ETS. Bei ETS kriege ich das gar nicht hin, das ist katastrophal bei mir. Oh, ich habe mich verlenkt. Aber das ist nicht das Problem, das kriegen wir alles hin. Das ist aber blöd, dass man immer den Motor ausmachen muss. Oh, wir haben unser erstes Geld verdient. Yeah. Ah ja, wir gucken, ob wir bereit sind für weitere Aufträge.
Ja, haben unser Konto schon mal von 2.900, von 2.000 Euro auf 2.910 erhöht, ne? Ist doch auch schon mal was Cooles. Könnt mir mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Was haltet ihr so von Truckdriver? Ist das ein Spiel für euch? Spielt ihr es nicht? Findet ihr scheiße? Also ich finde es wirklich. Man muss sagen, für die Leute auf der Konsole ist es halt ein bisschen ETS-Feeling, ne? Zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Es hält natürlich mit ETS nicht mit, das ist klar, aber es ist schon mal ein bisschen besser wie, ja, nix, ne? Wo ist mein Auflieger? Da hinten steht er. Nee, doch nicht. Ach so, halt, hier muss ich ja den Auflieger holen fahren, ne? Oder wie war das? Was war das eben? Ich glaube, mein Headset spielt wieder verrückt. Ja, ich komme schon. Begib dich zum Gasthaus und Leuchtturm. Genau das war das. Die ersten Touren hatten wir ja eigentlich damals schon gefahren. Das ist das natürlich das Blöde, dass wir wirklich von vorne starten müssen. Aber naja, ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit dem neuen Update zusammenhängt. Weiß ich noch nicht, muss ich mir nochmal drüber schlau machen. Muss ich mir mal bei Facebook die Seite von Zedesco aufrufen und mal durchlesen. Kann natürlich sein, dass es daran liegt. Aber ich muss sagen, die kriegen die Karte immer schicker hin. Ne? Also grafisch gesehen sieht die Karte mittlerweile, finde ich, recht schön aus. Also das ist definitiv meine Meinung. Geil wäre natürlich noch, wenn hier mal Multiplayer irgendwann kommen würde. Man könnte hier mit, man sieht hier seine, ja, seine Kollegen alle schön fahren, ne? Also quasi euch. Wenn man das so Multiplayer so mit 6, 7 Leuten spielen könnte, könnte cool werden, ne? Wir werden mal zusehen, dass wir jetzt Geld einfahren, um uns den LKW mal so richtig schick zu machen. Oder vielleicht uns auch einen anderen LKW zu holen. Wer mich kennt von ETS, weiß ja, dass ich ganz gerne Volvo fahre. Dass wir uns vielleicht hier das Volvo-Imitat holen. Oh, schmeiß an, hat Navi, wo sollen wir hin? Doch nicht die Karte, wir wollen blinken. Wo gerade sagen, bremsen wir ab, doch, wir wollen hier keinen Unfall bauen. Ach, zu schnell fahren wollen wir auch nicht, wir wollen kein Blitzerfoto kassieren. Wir wollen uns Geld erfahren und nicht, ja, nicht verlieren. Könnt man ja auch mal gerne schreiben, wollt ihr da auch, dass wir mal ein bisschen Truck Driver mal so im Stream spielen oder doch nur als Let's Play? Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Das ist genau dasselbe wie beim Bus-Simulator. ETS wird auf jeden Fall gestreamt, genauso wie Gold Rush werde ich mal einen Tag streamen. Formel 1 wird auf jeden Fall auch gestreamt, also Multiplayer zumindest. Karriere, das fahren wir im Let's Plays ab. Aber schreibt mir mal gerne mal so rein, was ihr gerne so sehen würdet im Livestream, so was ihr so als Let's Play sehen würdet. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, haben wir auch schon wieder abgearbeitet.
So machen wir Geld. Sehr schön. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende von dieser Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat und ihr wirklich mehr davon sehen sollt, lasst mir doch gerne ein Däumchen da, würde ich mich mega drüber freuen. Ja, empfehlt den Kanal gerne weiter, wenn ihr wollt. Damit bin ich raus und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.